was ihr die Sportler schon immer mal fragen wolltet. Ihr habt uns eure Fragen über unsere Insta-Story eingesendet und ich habe hier Jonas Holfer-Bottermann von den Veolia Towers Hamburg. Greifen wir ein paar Fragen raus und bin gespannt, Jonas, wie du mich schlagen wirst. Also, Frage Nummer 1. War deine Profikarriere schon immer dein Traum? Ich würde sagen, ich bin da reingewachsen. Ich hatte jetzt diesen Kindheitstraum wie Feuerwehrmann oder Astronaut und ich bin dann zum Basketballer geworden. Aber ich kann jetzt sagen, nach all den Jahren, das war natürlich schon ein kleines Träumchen. Ja, ist doch schön. So wollen wir das doch hören. So, Frage Nummer 2. Was ist wichtiger, Geld oder Spielzeit? Also, kann man jetzt nicht lügen. Geld ist natürlich kein unerheblicher Faktor. Kommt ein bisschen auf die Situation an, in der du steckst. Ich denke, wenn du als Jugendspieler bist, Spielzeit viel, viel wichtiger. Und wenn du älter wirst, gehst du vielleicht auch eher nach dem Geld. Ja, kann man jetzt pauschal nicht beantworten. Ist immer so ein Mix aus beiden. Aber Spielzeit natürlich tendenziell immer ein bisschen mehr als Geld. Diplomatische Antwort nehme ich. Frage Nummer 3. Fühlt man sich an jedem neuen Standort? Ich kann das nur aus meiner Perspektive beantworten, habe mich sehr wohl gefühlt überall, wo ich bisher gespielt habe. Natürlich das Privileg, dass ich vielleicht auch in sehr großen oder in größeren Städten Deutschlands spielen durfte. Mir das halt persönlich sehr gefällt. Aber ja. Frage Nummer 4? 3? 4, glaube ich, ne? Bekommt man auf dem Feld mit, wenn die Fans das Team anfeuern? Ja, definitiv. Die Stimmung ist ausschlaggebend. Ich glaube, das Jahr in Corona hat das am meisten offen gezeigt, wie sehr oder wie schmerzlich das ist, wenn das nicht vorhanden ist. Und ja, so ein Heimvorteil entsteht natürlich durch die Fans. Ja. Und wenn man auswärts spielt, setzt einen das mal unter Druck oder pusht das einen auch, wenn die Fans des anderen Teams dann natürlich? Auf jeden Fall auch, hat auch einen Faktor. Also wenn du so in Belgrad spielst oder sowas, wo, oder in Tel Aviv, wo die Leute wirklich crazy sind und du dann in der Auszeit teilweise nicht mehr dein eigenes Wort verstehst, kannst du dich auch vielleicht auch eine Taktik, ne? Ja, aber an sich ist es, finde ich, immer toll. Atmosphäre noch als Gastteam immer auch schön. Ja, jetzt frage ich mal. Auf was an deinem Körper bist du am meisten stolz? Die habe ich jetzt auch nicht kommen sehen, sorry. vielleicht auch bei langen Arme, weil ich dann natürlich viele Blocks machen kann. Das ist natürlich, dass ich irgendwie dazu angeschoben bin.